Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Bookopolis. Und wie ihr bereits im Titel schon gesehen habt, geht es heute wieder mal um meine Vorbestellungen für den Juli, also um Bücher, die im Juli erscheinen werden und die auf jeden Fall bei mir einziehen werden. Wenn ihr interessiert seid, dann bleibt doch gerne dran. Heute möchte ich euch 6 Bücher vorstellen. Auch eigentlich wieder viel zu viel. Normalerweise bewege ich mich so im 2 bis 4 Bücher Vorbestellungen im Rahmen, aber momentan erscheinen richtig tolle Bücher. Was ich euch aber gleich sagen kann, 2 davon habe ich als Rezensionsexemplar angefragt. Eins davon auch schon genehmigt, das andere weiß ich noch nicht. Zur Not werde ich es mir dann halt kaufen. Aber dieses Buch wird auf jeden Fall bei mir einziehen. Und ich beginne einfach chronologisch mit dem Erscheinungsdatum und fange auch dann direkt mit dem ersten Buch an. Und zwar handelt es sich um Kein Sommer ohne dich. Das ist eine Übersetzung zu einem englischen Titel, der total gehypt wurde, besonders auf BookTok und auf Bookstagram. Und das Buch wurde von Emily Henry geschrieben, wird im Knauer Verlag erscheinen. Das ist auch eins der Rezensionsexemplare, das bei mir einziehen wird. Und zwar schon am 1. Juli. Und kommt als Taschenbuch für 10,99 Euro raus. In dieser Geschichte begleiten wir unsere Protagonistin, die mit ihrem besten Freund gebrochen hat. Und zwar gab es da einen Urlaub, da haben sie sich verstritten und seitdem nie wieder ein Wort gewechselt. Doch unsere Protagonistin möchte das ändern und deshalb versucht sie nach mehreren Jahren wieder mal ihrem besten Freund auf diesen Urlaubstrip, also auf einen Urlaubstrip einzuladen. Und er sagt zu. Jetzt will sie die ganze Sache aufarbeiten, aber sie möchte nicht, dass das zum Gespräch kommt, was vor 10 Jahren passiert ist oder die Sache, die vor 10 Jahren zwischen sie sich gestellt hat. Und das darf auf keinen Fall zur Sprache kommen. So habe ich das jetzt in Erinnerung. Friends to Lovers liebe ich. Ich bin super, super gespannt. Es wurde ja super gehypt und deswegen freue ich mich sehr, dieses Buch zu lesen. Und dann werdet ihr auch ganz bald eine Rezension von mir auf diesem Kanal dafür bekommen. Genau. Ich hoffe, das war ein deutscher Satz. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Und ich glaube hier, dieses Buch ist schon erschienen, aber die Taschenbuchversion erscheint jetzt im Juli und ich habe es mir vorbestellt. Es handelt sich um einen englischen Titel und zwar XOXO von OXI. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Wie gesagt, hier eingeblendet. Das erscheint im HarperCollins in der USA, dem HarperCollins Verlag. Ist broschiert und wird 11,99 Euro kosten. Ja, hier ist natürlich Vorteil, fremdsprachige Bücher, wenn es einen Rabattcode gibt, dann könnt ihr zuschlagen und spart auch noch ein bisschen Geld. So habe ich das gemacht. Ich habe keine 11,99 bezahlt. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt am Ende bezahlt habe. Aber ich habe einen Rabattcode benutzt gehabt. Ich freue mich sehr, hier hat mich das Cover total angesprochen und dass es eine K-Pop-Geschichte ist. Denn wir begleiten hier unsere Protagonistin, die gerne Cellistin werden möchte. Und da passt es ihr gar nicht, dass sie diesen super hübschen, gut aussehenden jungen Mann in Südkorea kennenlernt. Und zwar den einen K-Pop-Star. Sie weiß es in dem Moment noch nicht. Sie kommt praktisch mit ihrer Mutter zurück nach, ich glaube aus der USA, zurück nach Korea, und um die Großmutter zu pflegen. Und dann meldet sie sich dort an der Musikschule oder Musikakademie an und trifft dort dann auf besagten Jungen. Und es wird super, super sweet. Sie weiß halt nicht, dass er K-Pop-Star ist und erfährt das dann dort. Und ich glaube, ja, es geht halt einfach um dieses wieder. Die haben beide dasselbe Interesse und also Musik. Und ich liebe K-Pop. Ich liebe koreanische Dramen und ich glaube, dass das richtig, richtig gut wird. Dann erscheint ein zweiter Teil, der auch auf jeden Fall bei mir einziehen wird. Auch wenn ich ihn mir nicht vorbestellt habe, ich werde zur Buchhandlung rennen und dieses Buch mir kaufen. Denn ich werde es auch im Buddyread hoffentlich, Leo, dann mit ihr zusammen lesen. Denn es erscheint am 4. Juli Inheritance Games. Der zweite Band wird wieder als broschierte Ausgabe erscheinen für 13 Euro, ist von Jennifer Lynn Barnes und erscheint im CBT Verlag. Das ist der zweite Band der Trilogie, also es werden insgesamt 3 Bände werden, soweit ich weiß.
Ich freue mich sehr, denn der erste Band war richtig, richtig gut. Und wer es noch nicht mitbekommen hat, im ersten Band begleiten wir der Name. Aber ich habe den ersten Band, glaube ich, irgendwo hier. Wir begleiten hier Avery und sie erbt ganz unverhofft jede Menge Geld, und zwar von Tobias Hefford. Das ist ein super reicher Milliardär. Und das Mysteriöse ist, dass sie gar keinen Bezug zu ihm hat. Also sie ist nicht mit ihm verwandt oder bekannt oder sonst wie. Sie hat noch nie was von ihm gehört und plötzlich soll sie sein gesamtes Vermögen erben. Das Schwierige an der ganzen Sache ist, dass sie, um dieses Vermögen auch annehmen zu können, ein Jahr in seinem Anwesen leben muss mit den Familienmitgliedern, und zwar den enterbten Familienmitgliedern. Und dazu gehören auch vier super heiße Jungs. Und es wird super schwierig, es ist super geheimnisvoll, denn Tobias Hefferon hatte, beziehungsweise ja, hatte eine Vorliebe für Geheimnisse und Rätsel. Und sie müssen dann so ein bisschen hinter das Ganze kommen. Und ich bin super gespannt, wie das weitergeht. Es ist ein, ich würde sagen, Jugendbuch. Krimi, also ein Thriller würde ich es jetzt nicht nennen, da fehlt mir so ein bisschen der Thrill, aber ein Krimi ist es auf jeden Fall und ich bin super gespannt auf den zweiten Band und hoffe, ihn mit dir, Leo, lesen zu können. Als nächstes erscheint das zweite Rezensionsexemplar, das ich angefragt habe, was ich aber bisher noch nicht bestätigt bekommen habe. Also sollte dieses Buch nicht als Rezensionsexemplar bei mir ankommen, werde ich zur Buchhandlung rennen und das kaufen. Denn dieses Buch erscheint am 19. Juli im Überreuter Verlag, und zwar ist das Die Lügenkönigin. Wer meine letzten Videos verfolgt hat, wird gesehen haben, dass ich den ersten Band im Mai gelesen habe und super begeistert war. Es gibt auch eine Rezension zu dem ersten Band, das verlinke ich euch dann in der Infobox und hier oben im i. Dann könnt ihr euch das mal anschauen und vielleicht ist das ja was für euch. Auf jeden Fall war ich super begeistert vom ersten Band und freue mich schon riesig, die Geschichte weiter zu erfahren. Ich glaube, es ist eine Dilogie, also das ist auch schon der Abschlussband und ich freue mich dann auch, die Reihe für mich zu beenden. Habe ich was vergessen? Es erscheint als gebundene Ausgabe für 20 Euro und ich liebe dieses Cover. In Die Lügendiebin, also der erste Band, geht es um der Name. Die hatte Vorn. Es geht um Vorn und Vorn ist eine Lügendiebin. Sie kann bei den Menschen, wenn ein Mensch lügt, kann sie das durch so eine Art rote Rauchwolke erkennen und einfangen, also einschließen mit einer Fiole oder sowas, und kann diese Lügen dann verkaufen. Und es gibt Leute, die dann entschlüsseln können, was die Wahrheit dahinter ist. Und somit sind sehr brisante Lügen sehr, sehr gefragt auf dem Markt. Und so hält sie sich über Wasser, denn sie hat keinen guten Bezug zu ihrem Vater und zu ihrem Bruder. Aber ihre Mutter ist auch nicht mehr da, denn sie ist gestorben. Und deswegen möchte sie bei einer, ja, Lügendieben, beziehungsweise ist es da so eine, es gibt da so eine Gemeinschaft, der möchte sie beitreten. Und dafür muss sie dann halt einfach beweisen, dass sie richtig gute Lügen klauen kann. Sie ist auch einer der besten in der Stadt Mentanos, die kann wirklich in jedes Haus einbrechen, ohne irgendwie gefasst zu werden. Und da bricht sie in das Haus der einflussreichsten Familie der Falcons, glaube ich, heißen die, ein. Und ja, schafft es, eine brisante Lüge zu klauen. Das Blöde ist, dass sie diesmal leider erwischt wird, und zwar vom Sohn der Familie. Und um nicht in die Minen geschickt zu werden als Bestrafung, dass sie eingebrochen ist und diese Lüge geklaut hat, bieten sie ihr an, für sie als Spionin zu arbeiten und sich als Verlobte des Sohnes auszugeben und damit natürlich den Minen zu entgehen. Natürlich tut sie das. Und dabei findet sie sehr viel über sich, über ihre Mutter und die Stadt Mentanus raus. Und das ist super interessant. Ich bin schon sehr gespannt auf den zweiten Band und ja, ich freue mich riesig. Dann erscheint Nebelschimmer von Anja Omar, und zwar auch am 19. Juli, diesmal als broschierte Ausgabe für 14 Euro und mit Farbschnitt, genauso wie der erste Band. Ich bin schon super gespannt. Ich habe den ersten Band Regenglanz leider noch nicht gelesen, aber es wurde ja super gehypt und es erscheint, ja, broschiert im KISS Verlag. In Nebelschimmer, muss ich jetzt kurz überlegen, ich glaube, da ging es um eine alte Liebe. Also, wir haben die Protagonistin, die mit ihrer großen Liebe dann sich trennt. Ich weiß nicht, also die sind ewig schon zusammen und jeder glaubt, dass sie auch für immer zusammen bleiben. Aber das Leben spielt anders und somit sind sie gezwungen, sich zu trennen und ja,
unsere Protagonistin muss in ein anderes Land ziehen, glaube ich, so wie ich das verstanden habe. Denn es heißt, ein Jahr später kommt sie zurück nach Deutschland. Also wird sie wohl woanders gewesen sein. Und dann trifft sie auf ihre gute Freundin und ist auch froh, wieder zurück zu sein. Das Blöde ist nur, dass sie auch auf ihren Ex trifft. Und er schafft es in ihr wieder, diese ganzen Gefühle hervorzuheben und stürzt sie dabei in ein großes Gefühlschaos. Klingt super, super gut. Ich liebe ja sowas, Back to Ex. Und ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte. Klingt super interessant und wird auf jeden Fall bei mir einziehen. Ist schon vorbestellt. Kommen wir dann zu dem letzten Titel, der im Juli bei mir erscheinen wird. Und zwar handelt es sich hier um Air Awoken. Auch das ist ein Titel, der sehr gehypt wurde im englischen BookTube, BookTalk, Bookstagram. Und ich habe gesehen, dass, wie heißt sie? Sarah von The Happy Novelist, genau. Ich habe gesehen, dass sie dieses Buch gelesen hat, beziehungsweise diese Reihe, und war schon da sehr, sehr neugierig. Und jetzt wird es in Deutschland erscheinen. Und das war für mich natürlich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das wird vorbestellt. Das Buch erscheint am 27. Juli für 16 Euro in broschierter Ausgabe im Carlsen Verlag, auch hier mit Farbschnitt, der auf dem Foto schon ziemlich cool aussieht. Was ich aber sagen muss, dass ich mit dem Cover, ich weiß nicht, ich finde das nicht ganz so hübsch, aber ich fand auch die Cover von Die Beschenkte nicht so gut und als sie dann bei mir ankam, war ich begeistert. Also ich will nicht zu früh mich beschweren, denn wer weiß, vielleicht gefällt es mir am Ende doch sehr gut. Ich habe es auf jeden Fall vorbestellt. Jetzt versuche ich hier das noch ein bisschen zusammenzukriegen. Es geht hier um eine Romantasy-Geschichte und unsere Protagonistin ist eine Windläuferin, also ein Mensch mit magischen Fähigkeiten, also mit Luftmagie. Und sie trifft auf den Prinzen des Landes, der wird, glaube ich, irgendwas war. Sie rettet irgendwie ihm das Leben und er hat die Feuermagie und dabei, als sie ihm das Leben rettet, verbindet sie irgendwie. Ja, keine Ahnung, die verbinden sich dann irgendwie so, also ich weiß nicht, wie ich euch das erklären soll. Also die sind dann aneinander gebunden und das Problem ist aber, dass dadurch auch ihre Kräfte entfacht werden und es gab schon seit 150 Jahren keine Windläuferin mehr und das soll auch niemand erfahren, besonders nicht der Kaiser. Und ja, denn wenn die beiden, ja, da knistert es dann zwischen denen, aber eigentlich dürfen sie nicht, denn ja, sonst würde die ganze Welt entflammen. Irgendwas in die Richtung. Ich hoffe, ihr habt verstanden, worum es geht. Es klingt super interessant. Aber hier muss ich ehrlich sein, dass ich es nicht wegen dem Klappentext gekauft habe, sondern einfach, weil Sarah von The Happy Novelist mich da so ein bisschen angefixt hat. Ich verlinke euch ihren Kanal in der Infobox, dann könnt ihr ja gerne mal bei ihr vorbeischauen. Macht super interessante Videos und hat auch einen etwas anderen, nicht ganz so Mainstream-Lesegeschmack. Und das finde ich manchmal wirklich sehr abwechslungsreich und ich schaue mir super gerne ihre Videos an. Auch ihre Reading-Vlogs sind immer super, super cool und interessant. Also schaltet auf jeden Fall mal bei ihr ein. So, das waren die 6 Bücher, die ich vorbestellt habe oder die auf jeden Fall zu 100% bei mir einziehen werden. Und ich hoffe, dass es auch im Juli dann mehr oder weniger die einzigen sein werden. Eventuell noch das ein oder andere Rezensionsexemplar, aber ich habe bisher nicht vor, noch zu kaufen. Ich möchte diesen Monat mal unter 10 Bücher bleiben. Am besten wirklich nur bei diesen 6. Ja, denn ich muss mich langsam mal so ein bisschen an meinen Sub machen, der sich mittlerweile aus 2 Regalen umfasst. Der mittlerweile 2 Regale umfasst. Ich habe schon Kommentare, also ganz kurz nochmal zu den Kommentaren. Ich habe alle eure Kommentare gelesen. Ich schaffe es einfach nur nicht, sie zu beantworten, weil, wenn ich ehrlich bin, ich finde es super, super cool, aber momentan explodiert meine Kommentarbox und ich komme einfach nicht mehr hinterher. Ich schaffe es meistens nicht in dem Moment und dann vergesse ich es und dann will ich es nachholen, aber es sind schon so viele Kommentare. Ich habe keins vergessen, aber ich möchte mir auch natürlich auch die Zeit nehmen, euch zu antworten und nicht einfach nur ganz kurz, ja, okay, danke oder sowas schreiben. Also ich würde mir dann schon wirklich die Zeit nehmen, das Kommentar durchlesen und ja, deswegen bitte, bitte nehmt es mir nicht übel, wenn ihr manchmal auf Antworten warten müsst. Einer meiner Videos, ich weiß nicht mehr welches, einen Kommentar bekommen, ob ich nicht mal eine
Bookshelf-Tour machen kann. Das wird auch auf jeden Fall jetzt im Juli kommen, denn ich glaube, ich habe meine letzte auch so um den Juli rum gedreht, beziehungsweise das war ja so meine Büchersammlung, weil ich damals noch nicht so tolle Regale hatte wie jetzt. Ich werde auf jeden Fall eine Bookshelf-Tour drehen und dann natürlich auch meinen Sub zeigen und meine gelesenen Bücher. Also seid gespannt, im Juli müssten sie dann erscheinen. Es werden natürlich mehrere Videos, denn das wird ewig dauern, das alles in ein Video zu packen. Ich danke euch auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir doch bitte in die Kommentare, welches Buch bei euch im Juli unbedingt einziehen muss. Ich bin sehr gespannt, freue mich, von euch zu hören und wir sehen uns einfach bei meinem nächsten Video. Tschüssi!